Das war an dem Tag, an dem ich die Herde das letzte Mal gesehen habe. Ich bin los zu den Pferden, wie so üblich, habe die Stuten hier vorgefunden. Reika und Mona waren ja hier. Und ich habe erstmal nach ihnen geschaut. Donna war drüben bei dem Hengst, mit dem sie gerne zusammen ist, durch den Zaun natürlich. Und ja, ich habe ganz normal meinen Gang gemacht durch den Tag, ohne zu wissen, dass das das letzte Mal ist, dass ich Hera lebendig sehen werde. Das ist der junge Scharplanina-Hund. Der wächst ja auch unglaublich schnell. Und ich habe nicht mal im Traum daran gedacht, was danach kommen wird. Manchmal ist es einfach etwas, was wir einfach nicht voraussehen können, nicht wissen, was auf uns zukommt. Und hier ist die Hera Sonnenblumenferne. Ich wollte an dem Tag zeigen, wie sie auch Sonnenblumenkerne stehen lassen wird. Ich habe in den letzten Videos und immer wieder in früheren Videos gezeigt, wie sie alles stehen lassen wird, wenn sie genug davon hat, weil sie war es, die das eigentlich in Gang gesetzt alles hat. Sie hat alles das bewerkstelligt und bewirkt und inspiriert, initiiert, was ich einfach durchgeführt habe. Es war sie. Ich habe hier den Stallbesitzer angetroffen, der hat zwei Hunde gerettet, wieder mal. Also er ist ja auch so, dass er Hunde immer rettet und dann vermittelt er sie weiter und ja, behält welche. Es ist halt das Leben von uns, die die Tiere lieben. Ja, und der hat sie jetzt immer noch da. Und wir haben uns ein kleines bisschen unterhalten und über die Herde gesprochen, so wie wir das üblicherweise tun. Und wie gesagt, ich wusste nicht, dass das letzte Mal sein wird, dass ich Hera sehe. Alle diese Pferde, die da sind, die sind wegen Hera da. Tausende Pferde weltweit haben ihre Freiheit, ihre Gesundheit zu danken, weil sie war diejenige, die mich geführt hat und mir das alles gezeigt hat. Es ist unbeschreiblich, wie dieses Pferdchen war. Man kann sie nicht beschreiben und wie unbeschwert sie trotz allem dem, was sie erlebt hat, geblieben ist. Wir haben ja regnerische Tage zu der Zeit und auch bei uns ist es dann matschig drumherum. Es ist alles bis auf Stein abgetragen worden hier vor den Stallungen bzw. Unterständen. Aber trotzdem, es regnet einfach zu viel und um die Stallungen herum ist es auch dann nicht mehr schön. Aber die anderen Wiesen und sobald man ein bisschen weiter von den Stallungen geht, dann ist natürlich große Fläche und da passiert natürlich auch dann nichts. Da ist auch Grasnarbe immer noch vorhanden. Aber so sieht es ja aus. Die Pferde bekommen in den Stallungen Heu und sie bekommen auch draußen im Regen Heu, weil viele von ihnen gehen ja nicht rein. Sie essen lieber draußen. Das ist jetzt zum Beispiel gleiche Balle innen und außen. Und die Pferde gehen raus und essen es draußen. Ja, manche kommen ab und zu mal rein.
Und dadurch, dass sie gerne draußen essen, ja, macht der Stallbesitzer das für sie so. Und das geht ja alles normalen Ablauf eigentlich. Der Mensch weiß nicht, was passieren wird. Und ich wusste es dann auch nicht. Und es war ein großer Schock für mich. Ich habe jetzt mittlerweile ein kleines bisschen das überwunden. Und man trauert ja einfach in Phasen und man muss die Gefühle auch zulassen, damit sie gehen können. Man muss die Gefühle durchleben, damit sie auch gehen können, damit sie abgeschlossen werden. Und das war letztes Bild von ihr lebend. Und ja, wenn man so wüsste, was kommt, dann hätte ich ja mehr Zeit mit ihr verbracht. Und ich wäre am nächsten Tag da, als das passiert ist, weil am nächsten Tag war ich nicht da. Ich war unterwegs und ich war nicht erreichbar. Und man hat versucht, mich zu erreichen, aber man konnte mich nicht erreichen. Ich hatte wichtige Termine und mein Handy war aus. Ich war gar nicht hier in der Stadt, ich war in einer anderen Stadt. Und deshalb konnte man mich nicht erreichen. Ja, und jeder ist interessiert, was ist mit Hera passiert. Es ist so, dass Stallbesitzer gesehen hat, wie sie sich mit Sassin ein kleines bisschen geschlagen hat. Und das war kein großer Streit, es war auch keine große Schlägerei in dem Sinne, weil die beiden Stuten sind ja gar nicht so stark. Das war ein kleiner Schlag. Aber anscheinend hat es bei Hera im Bauch getroffen, irgendetwas, was dann zu dem geführt hat, dass sie sich dann hingelegt hat in dem Bach unten. Hier verteilt der Stallbesitzer an dem Tag auch Hafer. So sieht es bei uns aus. Das wollte ich euch auch dann zeigen, weil das war an dem Tag, wo ich das gefilmt habe. So bekommen alle Pferde dann Hafer. Wir haben solche Boxen gebaut. Die haben sich sehr gut bewährt. Und Hera hat ja ganz normal gegessen und ganz normal sich verhalten, wie immer. Und wie gesagt, es kam ja am nächsten Tag zu dieser Schlägerei. Und Hera hat sich dann x-mal gelegt in den Bach und der Stallbesitzer hat sie hat sich abgesondert von der Herde. Und er hat natürlich gesehen, okay, irgendwas stimmt mit der nicht, hat versucht, mich zu erreichen. Ich war nicht erreichbar. Und dann hat er den Tierarzt gerufen. Ja, so. Und der Tierarzt ist gekommen, hat erstmal geschaut, okay, was ist los? Und Verdacht war entweder Lungenentzündung oder eben irgendwas getroffen. Ja, und er hat sie dann auch behandelt, als er da war, aber das war natürlich keine Lungenentzündung. Das war durch die Schlägerei, jetzt, ob das mit Sassin gewesen ist oder vielleicht hat sie sich mit einem anderen Pferd auch geschlagen, man weiß es ja nicht. Weil der Stallbesitzer macht sich große Vorwürfe, dass er praktisch so, das Franco nicht eingeschätzt extra hat. So, Maxl und Willi da drüben. Willi ist da drüben mit Kamal auf einem Platz. Hier ist diese Gruppe. Die essen an einem Platz. Und hier sind die anderen an verschiedenen Plätzen. Er macht sich große Vorwürfe, dass er das nicht richtig eingeschätzt hat, dass es so ein schwerer Schlag war. An dem Abend, als ich zurückkam nach Hause, dann gab es Schnee. Und ich dachte, prima, dann gehe ich morgen und filme die Pferde im Schnee. Aber in der Früh hatte ich ja die Nachricht, dass die Hera in der Nacht verstorben ist und sie würde an diesem Morgen tot vorgefunden. Und das war ein sehr, sehr schwerer Gang für mich. Und sie war tot. Es kam zu inneren Blutungen anscheinend. Und sie ist innerlich verblutet.
durch diesen Schlag, weil sie abbekommen hat. Das ist wirklich unglaublich unglücklich. Und so wie einer gesagt hat, auch, ja, das ist klar, dass sie nicht normal gehen würde. So habe ich sie vorgefunden. Im 2005, ich war eine Reiterin, es gibt nicht sehr viele Fotos von mir, öffentliche, beim Reiten, aber ich wollte euch zeigen, diese Härte, auch in meinem Gesicht, die auch im Gesicht von jedem Reiter zu sehen ist, diese unglaubliche Härte. Und ich habe meinem Pferd Maulkorb angezogen, weil man mir gesagt hat, dass sie ansonsten Hufrehe bekommt. Und ich war eine richtige Reiterin, aber ich habe angefangen, auf sie zu hören. Ich habe nicht so viele Fotos von Reiten, weil ich möchte nicht, dass man mich mit Reiten assoziiert. Das ist etwas, was ich nicht möchte. Die Pferde haben das nicht verdient. Ich habe angefangen, mit Heere frei zu üben. Das war im Jahr 2000. Sechs. Ich habe angefangen, mit ihr frei zu üben, und da hat man auch Veränderungen bei mir gesehen, weil sie mich Schritt für Schritt auf diesem Weg befreit hat und ich sie. Und ich habe sie dann grasen lassen. Sie hat so ausgesehen. Sie war 5 Jahre alt und sie war schon krank. Und das ist der Blick, als wir in Offenstall umgezogen sind. Diesen Blick werde ich nie vergessen. Und dann konnte sie auch dort grasen. Ich habe sie überall mitgenommen zum Grasen und habe ihr Essverhalten beobachtet. Sie hat so zwischendurch ausgesehen, aber es war mir egal, weil ich habe nur auf sie gehört. Ich habe das alles im Buch beschrieben. Das ist alles im Buch zu lesen, dieser ganze Gang. Und dann haben wir geübt. Wir haben am Anfang Water-Call-Training gemacht nach einem Sora-Water-Call, wo ich dann Dekan der internationalen Schule war. Ich ging mit ihr spazieren. Wir bildeten eine unglaubliche Bindung. Sie hätte alles für mich gemacht. Wir haben alles frei gemacht. Wir haben trainiert jeden Tag. Und mit jedem Schritt auf diesem Weg hat dieses Pferdchen mich geführt. Und wir haben Unglaubliches erlebt. Wir waren jeden Tag Stunden zusammen. Und ja, das war eine große Liebe. Und sie hat dann angefangen, mich immer mehr zu führen, immer mehr mir Sachen zu zeigen. Sie hat sich vollkommen auf mich eingelassen und ich auf sie. Und das war unglaubliche Verbindung, die mit diesem Pferd entstanden ist. Das war einfach unbeschreiblich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe so viele diese Fotos. Das ist nur ein Bruchteil von diesen Fotos hier und im Internet eigentlich veröffentlicht. Wir haben so viele unglaubliche Momente erlebt. Und hier habe ich dann angefangen, sie so freizulassen. Im Allgäu war das. Wir haben dort eingezäunte Weiden und im Winter benutze ich ja keine. Und wenn es so schnell liegt, dann kann man ja Pferd drauf laufen lassen. Ich habe immer Eingang zugemacht und ich habe sie frei laufen lassen. Sie ist aufgeblüht. Das war unglaublich, ihre Freude zu beobachten. Und ihre Freude hat sich auf mich übertragen. Ich habe alle ihre Gefühle miterlebt. Und je mehr ich sie erlebt habe, desto mehr wurde mir klar, welche komplexe Wesen das sind und was sie alles können. Das war unbeschreiblich. Und sie hat immer Verbindung zu mir gehalten und mich weitergeführt. Und ich habe gefolgt. Und diese Freude, die sie immer hatte, das war unglaublich, sie dabei zu beobachten, wie sie sich gefreut hat wie ein Kind. Und dann waren wir auf allen Wiesen spazieren, essen. Ich habe beobachtet, was sie ist. Daraus ist so vieles entstanden. Daraus sind Bücher entstanden, sind Kurse entstanden, weil sie das alles gezeigt hat. Und ich war in der Umgebung, in einem Reitstall und auch in diesem Offenstall, wo die Menschen das nicht verstanden haben. Die haben sogar Essen abgewogen für die Pferde und nach Tabellen ernährt die Pferde. Das war unglaublich, das zu sehen, wenn man dann praktisch dann mit dem Pferd so etwas erlebt wie ich mit Heere und dann diese unglaubliche Sache, wie die Leute mit den Pferden umgehen und sie ernähren, komplett falsch.
Das war dann Training. Sie kam immer so zu mir, frei. Und dieses Video gibt es ja auf YouTube auch, auf YouTube Academia Liberty Seite, nicht auf meinem Kanal, sondern Academia Liberty Kanal. Und in Fan Fitness Ausbildung mit dem Pferd analysieren wir dieses Video. Da könnt ihr das auch anschauen dort auf dem Kanal. Und sie ist mir immer so gefolgt, so frei, immer alles frei. Wir haben unglaubliche Verbindung aufgebaut. Und wenn das Pferd das Vertrauen zu einem fasst, dann wird das Pferd für einen alles tun. Und sie hat sich so bemüht, für mich alles zu tun, was ich gefragt habe. Das war eine mentale Verbindung, so wie sie in einer Herde entsteht. Weil die anderen Pferde, sie spüren sich ja gegenseitig. Und so war das zwischen uns auch. Sie würde Herde stehen lassen und alles stehen lassen, sie würde mit mir mitkommen. Und ich ging regelmäßig mit ihr spazieren. Nach jedem Training gingen wir spazieren, grasen, dann trainieren wieder, frei trainieren, auf immer größeren Weiden, größeren Plätzen. Und es war unglaublich. Ich habe viele Workshops gehalten, durch ganz Europa. Und hier haben wir einen Film gemacht, Spirit of the Free Horse. Das ist auch anzuschauen auf Academia Liberty YouTube-Kanal. Hier könnt ihr das alles anschauen, Following Spirit of the Free Horse. Da sind auch Interviews mit Dr. Strasser und Entwicklung Academia Liberty, meine Buchpräsentation auf Aquitana, Interviews, die ich dort geführt habe, Training und alles Mögliche ist auf diesem Kanal auch zu sehen. Vor allem Entwicklung eben von Academia Liberty. Und dann habe ich irgendwann mal meinen eigenen Kanal angefangen und hier oben ist Adresse angezeigt, das ist praktisch Entstehung von Academia Liberty. In St. Petersburg hingen solche Reklamen, wo dran stand, Pferdesport ist Pferdemord. Ja, sowas haben wir auch gemacht. Und mit ihr, ja, ging das immer besser. Man hat ja dann gesehen, auch Veränderungen in ihrem Körper, dass sie eben immer besser Muskel aufgebaut hat. Mit diesem Training auf der Basis des freien Willens, den ich dann später entwickelt habe, das Training. Das Pferd verbraucht viel, viel mehr Muskulatur, um diese Bewegungen auszuführen, als wenn man zum Beispiel reiten würde. Deshalb würde ich jedem empfehlen, der mit seinem Pferd etwas machen möchte und nicht mehr so viel reiten möchte oder ganz aufhören, Fan-Fitness-Training auf der Basis des freien Willens mit dem Pferd zu machen. Weil man sieht ja am Körper von Hera, was sich bei ihr getan hat. Natürlich auch durch die Ernährung. Aber man hat ja hier gesehen, wie sie teilweise ausgesehen hat und wie sich hier ihr Körper entwickelt hat. Hier ein eben direkter Vergleich. Trotz Weiden, trotz dieser Kuhweiden im Allgäu hat sie sich so entwickelt. Sie ist genesen, vollkommen genesen. Und das war unser Umzug auf Akazienhof in Ungarn, unseren Hof, den ich dann gekauft habe, wegen ihr, wieder wegen ihr. Alles, was ich gemacht habe, seitdem ich sie getroffen habe, war für sie und wegen ihr. Und auch andere Pferde wie Donna hat davon profitieren können. Hera hat Unglaubliches bewegt. Sie hat aus mir einen anderen Menschen gemacht, einen viel, viel besseren Menschen, als ich es war. Polsko cvijeće, biser niže, ponoć nijema. Kroz grudi mi pjesma liječe. Što?
Što te nema, što te nema. A što te nema. Kad mi sada pokoj dade i duša se miru sprema. I srca se glasa krade, što te nema, što te nema. A što te nema. I srca se glasa krade, što te nema, što te nema. A što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što bješe divnih dana. Po ružama i sa prska bistra voda šatavana. Po ružama i sad pliska, bistra voda šadrvana. A šadrvana. I u času bujne sreće, i kad tuga u znak sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. A što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. A što te nema. So viele unglaubliche Momente haben wir geteilt. So viel Freude haben wir geteilt. Sie war meine Sonne. Sie war einfach alles für mich, weil sie so besonders war. Und hier auf Akazienhof, ich habe mich so gefreut, dass ich so leben konnte. Ich habe mich so gefreut, dass ich ihr das ermöglichen konnte. Sie war einfach der Antrieb alle diese Jahre für mich. Ich habe viele, viele Stürme durchgestanden. Ich wurde sehr angegriffen in der Pferdewelt. Aber mir hat es nie etwas ausgemacht, weil sie war an meiner Seite, die diese Stärke, was sie ausgestrahlt hat, die hatte ich einfach durch sie. Also es konnte mir einfach nichts anhaben, weil sie an meiner Seite war. Und ich glaube, ich werde in den nächsten Videos mal immer wieder mal was posten oder über sie erzählen. Viele Sachen, die ich nie veröffentlicht habe, viele Videos, die ich nie veröffentlicht habe. Dieses Training auf der Basis des freien Willens, es gibt auch etliche Videos auf diesem Kanal. Wir haben oft so viel gespielt und sie hat so viel Freude versprüht. Für mich gab es nie einen schlechten Tag,
weil sie an meiner Seite war, egal wie Wetter war, egal ob Winter, Sommer, Sturm, Regen, Nebel, Frost, das war mir vollkommen egal. Ich ging raus und sie erhellte meinen Tag. Wir haben gespielt, wir haben uns gefreut. Sie war unglaublich. Und ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Eindruck bekommen von ihr und von diesen Momenten. Und ich hoffe, das inspiriert euch mit euren Pferden auch. Sie hat mir Frieden geschenkt. Durch sie fand ich inneren Frieden.